Herzlich willkommen zur 150. Ausgabe unserer Sendereihe Senova Psychologie mit Norbert Wagner. Heute begrüße ich im Studio zunächst Frau Sigrid Wagner. Sie hat 3 erwachsene Kinder und ist verheiratet mit Norbert Wagner. Sie ist examinierte Krankenschwester und hat 43 Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Sie hat berufsbegleitend ein Psychologiestudium am Adler Schumacher Institut absolviert mit Abschluss als individualpsychologische Beraterin. Sie gibt Seminare für Persönlichkeitsentwicklung, macht individuelle Beratungen mit Einzelpersonen und hat in den letzten 6 Jahren die Fernsehsendungen von Senova Psychologie mitgestaltet. Frau Wagner, ich freue mich, dass Sie heute Gast in unserer Sendung sind. An Ihrer Seite Herr Norbert Wagner, er hat auch 3 erwachsene Kinder, dazu noch 2 Pflegekinder, ist, wie gesagt, verheiratet mit Sigrid Wagner. Er hat nach dem Gymnasium und einer Lehre als Elektrotechniker 40 Jahre als Diplomingenieur gearbeitet. Er war für einen internationalen Konzern Verkaufsdirektor für Gesamteuropa, hat auch berufsbegleitend ein Psychologiestudium am Adler Schumacher Institut absolviert mit Abschluss als individualpsychologischer Berater. Seit nunmehr 13 Jahren führt er psychologische Beratungen für Paare und Einzelpersonen durch. Er ist Dozent an der Dualen Hochschule in Mannheim, hält Vorträge und gibt Seminare zu psychologischen Themen. Er war Coach für Teamentwicklung und Führungskompetenz in verschiedenen Unternehmen. Auch er hat in den vergangenen 6 Jahren die Fernsehsendungen von Senova Psychologie begleitet und auch initiiert. Herr Wagner, auch ich freue mich, dass auch Sie heute Gast sind. Dankeschön. Ja, warum sitzen wir 3 jetzt hier? Weil das leider unsere letzte Sendung ist, die 150. Denn unsere Sendereihe geht nach 5 Jahren jetzt zu Ende. Und wir möchten heute mal einen Rückblick bieten auf alle Staffeln, die wir hier im Studio des offenen Kanals produziert haben. Und wir werden uns mit den wichtigsten Gästen beschäftigen, die hier nochmal zu Wort kommen und auch mal ein bisschen Einblicke über die Hintergründe dazu geben, wie es überhaupt zu dieser Sendereihe kam, um auch mal ein bisschen darüber erzählen, was wir so alles hier erlebt haben. Ja, Herr Wagner, 2014 war es, da hatten wir aus ganz anderem Grund mal ein Gespräch geführt und da kamen wir drauf, ja, lasst mal doch mal Ihr Wissen dokumentieren, indem wir mal ein paar Fernsehsendungen machen. Waren bei Ihnen da mehr Skepsis oder sofort Begeisterung? Ich muss noch einen Schritt zurückgehen. Sie hatten damals zu mir gesagt, Sie müssten eigentlich Ihr Wissen für die Nachwelt irgendwie archivieren. Ich habe dann gesagt, ja, Bücher schreiben, das ist nicht meins. Da gibt es bessere und genügend Bücher. Und dann hatten Sie gesagt, dann lass uns doch da Fernsehsendungen machen. Ich sagte, hier, wer nimmt mich für Fernsehsendungen? Ich bin weder in Shows noch in sonst was bekannt, also nee, kam dann die Antwort, der offene Kanal, da kann man das alles machen. So und so bin ich dann zum ersten Mal über Sie mit dem offenen Kanal in Berührung gekommen. Ja, Frau Wagner, hat Sie Ihr Mann dann sofort darüber informiert und was haben Sie da davon gehalten, von dieser Idee? Ja, ich fand die Idee super, wunderbar und war bereit, da mich voll mit einzubringen. Ja, und ja. Es ging ja dann alles relativ flott. Wir haben das Gespräch gesucht hier mit den Verantwortlichen des offenen Kanals. Einmal Dr. Wolfgang Ressmann und auch Herr Björn Brettschneider, der hier so die Aufnahmeleitung auch hat. Und da gab es ja auch sofort ein positives Feedback. Und dann ging es darum, wie viele Leute brauchen wir für das Team. Und wenn ich mal überlege, dass wir ja im September den Kontakt hatten hier mit den Verantwortlichen des offenen Kanals, und im Oktober hat man schon die erste Teamsitzung. Also wenn ich da zurückblicke, eigentlich fast undenkbar. Da war ich jetzt nur weniger beteiligt. Das waren alles Leute aus Ihrem Bekanntenkreis. Wie sind Sie da vorgegangen? Ja, meine Frau Sigi hat also ihre Bekannte angesprochen und ich meine, ob die Interesse hätten, Fernsehen mitzumachen. Und
Da haben die Ja gesagt, die Mehrheit. Es gab auch welche, die haben gesagt, nee, das ist nicht meins. Und der Grundgedanke war eigentlich, dass ich dachte, jeder soll sich einbringen auf dem Platz, wo er sich wohlfühlt. Es war klar, wir wollen psychologische Sendungen machen. Also das heißt, das, was von der Psychologie da als Hintergrund ist, soll produziert werden. Und wer da mitmachen möchte, auch vor der Kamera, kann das tun. Und wer nicht, kann hinter der Kamera sich gerne da nützlich machen. Und im Grunde bei den ersten Treffen, wir hatten ja dann mehrere Treffen noch bis zum ersten Dreh, das war, glaube ich, Januar 2015. Am 17. Januar 2015 genau, war hier im Studio der erste Aufnahmetag. Der erste Aufnahmetag. Die ersten vier Sendungen von 150 sind da entstanden. Genau. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, es gab einige Teambesprechungen. Ja, es gab da einige Teambesprechungen, wo wir also dann festgelegt hatten, was sollten wir tun, was müssen wir tun. Das haben wir alles auch schriftlich gemacht. Das haben wir dann noch 2-3 Mal gemacht. Und im Laufe der Zeit hat sich das so eingespielt, dass eigentlich jeder weiß, was los ist. Ja, und natürlich wollen wir auch auf die allererste Sendung ein bisschen zurückblicken. Und dann bitte ich jetzt mal den Anfang der ersten Sendung Sinova Psychologie mit Norbert Wagner einzuspielen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Sinova Psychologie. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihre Geburt? Ich meine, Sie waren ja dabei gewesen, also müssten Sie es ja eigentlich wissen. Ich habe zu diesem Thema heute als Gast die Frau Christiane Krass dabei. Und Frau Krass ist also auch individualpsychologische Beraterin. Und ich würde mich jetzt mal gerne ein paar Minuten mit ihr unterhalten, wie sie diese Dinge aus ihrer Erfahrung heraus sieht. Frau Gass arbeitet viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen und hat da einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz. Frau Gass, schön, dass Sie hier sind. Wir kennen uns ja schon längere Zeit. Ich weiß, dass Sie viel mit Kindern arbeiten. Ja, Herr Wagner, Sie sehen noch genauso aus wie damals. Auch danke, das Outfit, das stimmt noch in jeder Sendung immer das Gleiche. Ja. War das Ihre eigene Idee oder Ihre, Frau Wagner? Also das war die Idee meines Mannes. Für ihn ist das so eine Art Arbeitskleidung vielleicht. Ich hätte es lieber gesehen, wenn er ab und zu was anderes angezogen hätte. Aber er hat sich durchgesetzt. Ja, wie immer. Oh, das ist ein hartes Wort, durchgesetzt. Ich habe mir so gesagt, das ist ein Erkennungsmerkmal. Genauso wie in allen Filmen ja auch die Eröffnungsmelodie gleich ist und auch die Abspannmelodie, genauso sollte auch das ein Erkennungsmerkmal sein. The Corporate Design, wie man es heute nennt. Absolut richtig. Ja, gut. Und das war jetzt die erste Sendung. Sie haben ja viel gemacht schon in Ihrem Leben. Ja. Auch in verschiedenen Bereichen, haben ja auch viele Vorträge gehalten. War das trotzdem eine besondere Anspannung, wenn sich da Ihnen so vor 5 Jahren, wie es hier anfing? Besondere Anspannung insofern, ich musste ja die Inhalte alle passgerecht neu zusammentragen. Also wenn man in einem Dialog mit Menschen ist, ne, dann kann man Fragen hören und kann dazu passende Antworten geben. Und wenn man im Beratungsgespräch ist, ist das sehr individuell. Aber hier ging es ja darum, die Sendungen so zu machen, dass die Grundzüge des Themas, zum Beispiel, ich bin ich, doch wer bin ich, dass die also erkannt werden. Und zwar, man kann nicht nachfragen im Fernsehen, wenigstens in diesem Format nicht. Und individuell kann ich auch nichts dazu sagen. Dann würde ich ja Leute diskriminieren, wenn ich da Beispiele nehme. Aber es soll deshalb, das war die Schwierigkeit, so sein, dass allgemein jeder in der Lage ist, nachzuvollziehen, aha, da liegt der Hase im Pfeffer. Das war der Hintergrund. Ja. Und die Schwierigkeit war nun, da so aufzubereiten. Die Schwierigkeit vor der Kamera, natürlich hat man, wenn man zum ersten Mal dann die Lichter und so weiter, das ist alles ein bisschen fremd. Lampenfieber wäre vielleicht übertrieben, aber man sieht doch so mit bisschen Spannung entgegen, zumindest ging es mir so, wie dann nachher das Endprodukt ist. Wie wenn Sie früher fotografiert haben, dann haben Sie einen Film eingelegt, dann brachte man den ins Labor und dann kam der zurück. Und dann sah man, was gut war. Und so war das hier also auch. Und das war eigentlich die Spannung, die da dran war. So öffentlich zu reden, ist für mich kein Problem. Diese Themen, die da auch am Anfang beleuchtet wurden, sehr grundsätzlich mal Rückblicke auf die Kindheit und so weiter. Ja. Haben Sie sich damit erst in dem Studium beschäftigt oder haben Sie sich schon früher für so etwas interessiert? Also es ist so, ich habe mich, meine Kindheit war nicht unbedingt einfach.
Und ich weiß, dass ich mit meinem 16. Lebensjahr mir das erste Psychologiebuch besorgt hatte, zufällig von Alfred Adler. Menschenkenntnis, war damals noch ein Buch mit 7 Siegeln. Und ich weiß nur, dass meine Mutter zu mir sagte, jetzt bist du total bekloppt. So. Und so hat mich die Psychologie immer irgendwo begleitet. Und es gab dann halt eben, wann habe ich angefangen? 54 kam ich damit dann echt in Berührung und sagte, das ist es, da möchte ich noch was dazulernen. Vor allen Dingen, wenn man in der Industrie tätig ist, ist das irgendwann vorbei. Und dann ist man auch zu alt, dann wird man nicht mehr gefragt. Aber hier bringt mein Alter mir den Vorteil des Erfahrungsschatzes mit sich. Das heißt dann so Alter und Weisheit, okay, als Psychologe kommt man damit gut zurecht. Ja, wie war es bei Ihnen, Frau Wagner? Wann gab es die ersten Berührungen mit psychologischen Themen? Sie waren ja Krankenschwester, da spielt natürlich Psychologie auch eine große Rolle. Aber jetzt Psychologie auch wissenschaftlich als Thema zu nehmen und dann auch darin zu arbeiten, wie fing das so bei Ihnen an? Durch Ihren Mann oder war das schon vorher? Das war bei mir auch schon vorher. Ich bin ja in der DDR geboren und ich habe mich durch meinen Beruf auch für als Krankenschwester immer für Psychologie interessiert. Und in der Schule schon fand ich das alles sehr interessant, aber um zu studieren, also ich hätte gerne Psychologie studiert, hätte man ja den 12-Klassen-Abschluss haben müssen. Und in diese sogenannte erweiterte Oberschule ist man nur gekommen, wenn die Eltern irgendwie in der Partei waren. Ja. Und das war bei mir nicht so. Und nach der Wende habe ich dann Theo Schönacker kennengelernt. Und da habe ich sofort gespürt, das will ich machen. Also auf diesem Weg dann. Mit dem Studium, das hat nicht geklappt, dann mache ich halt auf diesem Weg als Erwachsener Ja, was das, was uns ich immer auch wiederum wollte. zeigt, es ist nie zu spät für einen Neubeginn, Ja. wenn man merkt, was man sich eigentlich berufen fühlt. Ja. Genau. Gut, dann Ausbau der Sendung war ja bei den meisten Staffeln so, zumindest mal zu Beginn. Es gab von Ihnen, Herr Wagner, eine Einführung und danach gab es dann auch Gesprächsrunden, wie jetzt hier unser erstes Bild dann auch zeigt, also wo dann mit Experten nochmal das Ganze aufbereitet wurde. Ja, und mich besonders interessiert hat dann das Thema der zweiten Staffel. Es geht dann um Mobbing. Wir hatten da einmal das Thema zum Beispiel Mobbing in der Partnerschaft, wie wir hier auf dem Bild sehen. Wir haben Schülermobbing gehabt. Das war auch total spannend, weil wir da auch mit einem Gymnasium in Ludwigshafen zusammengearbeitet haben. War auch sicher eine neue Erfahrung, auch für Sie mal mit einer Schule was zu machen. Wir haben ja mit dem Rektor Ulf Böckmann, den ich als früheren Kollegen, als Gästeführer des Hambacher Schlosses noch gekannt habe, gesprochen. Und wie war da so die Zusammenarbeit? Ist die Schule damals sofort drauf angesprungen? Ja, zunächst grundsätzlich ja. Es gab dann ein paar Probleme mit Abwicklung und so weiter, aber ich muss da sagen, Kompliment an die Schule. Die haben uns da ja einige Filmeinspieler zugeliefert. Es gab dann auch Schülerinnen und Schüler, die als Gesprächspartner zur Verfügung standen und die haben uns auch ein bisschen so die Augen geöffnet, was da alles abgeht, ne? Wo da der Hase begraben liegt und wie man jemanden fertig machen kann, besonders im pubertären Alter. Ja, Frau Wagner, haben Sie sowas, Sie haben gesagt, Sie sind der DDR aufgewachsen, da auch schon erlebt. War das da ähnlich? Schülermobbing. Ja, also es gab einfach, wir hatten zum Beispiel in der Klasse, in der 5. Klasse einen Behinderten und damit konnte niemand wirklich umgehen, ja, also der wurde auch ein bisschen gehänselt und so weiter. Er ist dann irgendwann in eine andere Schule gegangen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Mobbing schon bezeichnen kann. Also er wurde halt ein bisschen belächelt, sage ich mal, ja. Aber das, was wir da in dieser Sendung gehört haben, war schon ziemlich heftig. Und was ich noch dazu sagen muss, das ist mir ganz wichtig, der Direktor, der Herr Böckmann, so einen Direktor hätte ich mir gewünscht in meiner Schulzeit. Der war so gleichwertig mit den Schülern. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und das Bild, das wir gesehen haben, wir können es auch gerne nochmal einspielen, das zeigt, ist ja ein Bild aus einem Videofilm, den die Schüler auch produziert haben. Genau, Das genau. heißt, auch Ja, sowas das haben ist wir mal das. gemacht, nicht nur alles hier im Studio. Ja. Ja, und beim Mobbing-Thema war dann der dritte große Bereich Mobbing am Arbeitsplatz, der mich auch besonders interessiert hat. Und zu diesem Thema habe ich dann auch eine Sendung moderiert. Und davon sehen wir auch jetzt mal einen Ausschnitt. Herzlich willkommen bei Sinova Psychologie. Zum Abschluss unserer Reihe Mobbing am Arbeitsplatz
möchten wir in dieser Gesprächsrunde einmal beleuchten, welche Auswirkungen und Folgerungen es für Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die Lehre sowie die Ausbildung von Führungskräften gibt. Und dazu haben wir sehr interessante Gesprächspartner. Das ist zum einen Herr Prof. Dr. Peter Mutra, Präsident der Hochschule Ludwigshafen, dann Herr Ernst-Stefan Bruns als Arbeitgebervertreter. Er war tätig oder ist noch tätig in der Logistikbranche. Dann Frau Roswitha Minges als Arbeitnehmervertreterin. Sie war früher im Betriebsrat eines weltweit tätigen Chemiekonzerns. Und natürlich Herr Norbert Wagner, individualpsychologischer Berater und Initiator unserer Sendereihe. In den nächsten Jahrzehnten erlebten wird, dass man sich die Führungskräfte wählt aus dem Team heraus. Und dann haben wir eine ganz, also noch eine viel stärkere Anforderung, ne? Präsent zu sein, was Konflikte, was Bedürfnisse anbelangt, aber auch die Frage der Zufriedenheit und gleichermaßen natürlich auch diese Sandwich-Position, den einen Zufriedenheit zu geben in ihrer Aufgabe und der Firmenleitung natürlich auch das zu geben, was sie will, nämlich, ich sag mal, erfolgreiche Theorie-Praxis-Thema, was wir immer wieder erleben. Nein, es kann gar nicht so funktionieren. Es gibt eine Erwartung, die man hat an sich und seine Arbeit, aber es ist schon spannend, welche Herausforderung sich da ableitet. Und ich kann sagen, als jemand, der auch Führung quasi vermittelt hat in Veranstaltungen, meine Lernkurve ist die oder meine inhaltliche, der Inhalt meiner Lernkurve ist, viel stärker kommunizieren, als ich mir je hätte vorstellen können. Also Führung bedeutet auch in so einer Rolle, wie ich sie jetzt habe, Zeiträume rauszuschneiden, um wirklich die Kommunikation mit Menschen in den Vordergrund zu stellen. Das kann ich nur als Empfehlung geben. Ja, Herr Wagner, gerade diese Gesprächsrunde hat gezeigt, wie hochrangig eigentlich unsere Sendung besetzt war mit Gästen. Wie haben Sie die Kontakte da hergestellt? Also zum Beispiel Professor Mutra, den hatte ich in den 90er Jahren selbst als Professor, als ich in Ludwigshafen studiert habe, war dann auch richtig froh, ihn mal wieder getroffen zu haben, weil es war ein sehr angenehmer Professor, wie auch ein angenehmer Gesprächspartner war. Aber wie sind Sie an diese Leute drangekommen? Ja, es gab da mehrere Wege. Ich möchte da zunächst mal hier unsere Kollegin Uschi König erwähnen, die also durch ihre Kontakte uns einiges aus Politik und Wirtschaft vermittelt hat. Dann nach dem Motto, ich kenne wen, der kennt wen. Und dann die Leute ansprechen. Ich habe mal so kurz überschlagen, wir hatten in allen Sendungen bisher 120 Gäste, also verschiedene Leute aus Wirtschaft, Politik, aber auch, wir meinen ja Fernsehen vom Volk, wir sind ja Volk, fürs Volk, ganz normale Menschen wie Sie oder wie unser Kameramann hier hinten und so weiter zu entsprechenden Themen, die sich also da als Zivilisten was zu sagen hatten. Ich sage mal zum Beispiel Nachbarschaft. Da brauche ich keinen Professor. Da ja, genügt es, wenn ich also wirklich Nachbarn habe oder wenn Menschen berichten, wie sie Nachbarschaften erfahren, was es da für Probleme gibt und so weiter und so weiter. Und das soll der normale Mensch sein. Und das war dann halt eben so die Palette, die sich durch alle Sendungen da durchgezogen hatte. Das Mobbing-Thema hat ja einen großen Raum eingenommen. Die zweite Staffel, also die Staffeln 2 bis 4, die sich mit dem Thema Mobbing beschäftigt haben, die waren umfangreich und sie waren ja in vielen Unternehmen tätig. Zunächst mal, als sie noch im Bereich Elektrotechnik selbst gearbeitet haben, dann auch später, als sie dann auch Unternehmen untersucht haben, psychologisch und auch Vorträge gehalten haben. Meinen Sie, dass das Thema noch populärer wird in Zukunft? Ich denke, es wird sich verändern, es wird subtiler werden. Wir müssen davon ausgehen, die Unternehmen stehen auf der einen Seite vor ihrer Profitorientierung, die sie der Shareholder wegen, fürchterliches Wort, erfüllen müssen. Auf der anderen Seite wird es einen Kampf um Arbeitskräfte geben. Das heißt, sie müssen sich also bemühen, Fachkräfte zu halten. Das heißt, es darf da keine Konflikte geben. Dann sagt die Fachkraft, das war's. Tschüss, auf Wiedersehen. Auf der anderen Seite wird es aber da, wo also solche Leute zusammen sind, immer zu Reibereien kommen, weil man nicht mehr die große Auswahl hat. Es ist, wenn Sie mal in ein Büro von der Verwaltung reingehen, ich konstruiere jetzt mal, da ist also ein Büro mit 4 Schreibtischen drin. Da werden 4 Leute reingesteckt. Kein Mensch, ich habe die Erfahrung gemacht, kein Mensch prüft nach, passen die überhaupt zusammen? Das prüft niemand nach und damit ist der Konflikt vorprogrammiert. Die Konflikte werden bleiben, sie werden anders.
Wir haben das bei den Schülern gesehen, die Medien sind anders, die zur Verfügung stehen, die Mittel sind anders, die Problematik bleibt dieselbe und ja, es wird halt eben dann anders ausgefochten. Ja, Frau Wagner, Sie waren ja im Gesundheitswesen tätig und stellen Sie das auch fest, Mobbing nimmt immer mehr zu? Ich sehe es auch so, ja. Also es fängt schon zum Beispiel damit an, dass das gesagt wird in der Pflege, ja, jeder muss alles können. Und es gibt einfach Menschen, die passen nicht zusammen. Es gibt Pflegekräfte und Patienten, die nicht zusammenpassen, wo das nicht funktioniert. Und trotzdem müssen die da hingehen, weil jeder muss alles können. Und dann fängt es schon an, ja. Also dann geht es darum, dass die eine Kollegin dann sagt, ja, die Patientin hat sich über diese Kollegin beschwert. Und so kommt da so ein Rad in Gang, ja, was sich nicht mehr aufhalten lässt. Und dann ist Unfrieden unter den Krankenschwestern, ja, und damit gehen die dann wieder zu Patienten. Also das ist so ein Rad ohne Ende, wo man dann da drin hockt, ja. Ja. Gut, Mobbing war das zweite große Thema, auf drei Staffeln verteilt. Und einen sehr großen Raum nahm dann auch das Thema die Zweierbeziehung ein. Und da haben wir zunächst mal den Status der Verliebtheit. Auch hier haben wir ein Bild aus der Sendung zu diesem Thema. Und ja, die Zweierbeziehung, das ist ja das, nehme ich mal an, wo Sie sich als individualpsychologischer Berater am meisten mit beschäftigen. Und ich nehme an, das war auch der Schwerpunkt Ihrer Arbeit, ja. Herr Wagner. Ich habe in der Tat 50% meiner Klienten, da geht es um Paarbeziehungen. Das heißt, da spielt dieses Thema eine ganz wichtige Rolle. Und mir ging es dabei darum, einfach mal klar zu machen, nicht jeder kann es mit jedem und warum lernen wir wen kennen. Nämlich wenn wir das verstanden haben, dann wissen wir auch, warum da so einiges schief geht. So, und jetzt ist mein Anliegen gewesen, auch hier möglichst viele normale Menschen dabei zu haben. Wissenschaftliche Untersuchungen gibt es da massenhaft, aber normale Menschen dabei zu haben, die ihre Erfahrungen reinbringen. Und wir haben das ja auch so gestaltet, dass ich also die Theorie ein bisschen vorgetragen habe. Und dann gab es Gespräche an unserem runden Tisch, ne, wo also immer zwei Gäste waren, die also dann interviewt wurden von unterschiedlichen Interviewpartnern. Und wo also diese Erfahrungen abgeglichen werden sollten mit dem, was ich vorher gesagt habe. Genau, das sehen wir jetzt auch hier. Hier sehen wir zunächst mal wieder so ein Bild von einer Reihe aus der Zweierbeziehung, aber auch dann eben diese Zweiergespräche, wo wir auch nachgespielt haben, wo auch das Team zeigen konnte, was es schauspielerisch drauf hat, wie jetzt hier dieses Gespräch eben an der Côte d'Azur, also in Paris oder auch an der Côte d'Azur. Ja, hat also wahnsinnig Spaß gemacht. Ja. Da haben wir uns ja auch an eine neue Technik dran gewagt, nämlich mit dem Greenscreen gearbeitet. Ja. War auch Herausforderung. Genau. Und das war eigentlich so, dass wir gesagt haben, wir spielen die Szenen so, wie sie halt eben zur Demonstration notwendig waren und machen den entsprechenden Hintergrund rein, sodass da ein bisschen Abwechslung kommt. Zum Beispiel Szenen, die ich mit meiner Frau dann spiele, wo wir also Gespräche machen und so weiter, die waren natürlich nie bei uns zu Hause. Die waren hier und das entsprechende Bild wurde dahinter gemacht, wie das die Technik hergibt oder wo wir uns in Frankreich, glaube ich, unterhalten oder an der Côte d'Azur in Paris, in Amsterdam. All diese Aufnahmen sind dann da und wo die Menschen dann halt eben ja, als reale Persönlichkeiten da in Erscheinung treten und das darstellen durch das Spiel, was da alles passiert. Ich nenne noch ein Beispiel dazu. Zum Beispiel Streitszenen. Ne? Das ist ja so eine Sache, die in allen Beziehungen da reinspielen. Und hier ging es also darum, dass wir das mal vorführen, wie sowas eskalieren kann. Und der zweite Punkt war dann der, dass wir aber auch zeigen, man sagt zwar Gewitter reinigen die Luft, aber ich kann die Luft auch ohne Gewitter reinigen. Mhm. Und das sind so die Erkenntnisse, die ich vermitteln wollte und was der Hintergrund ist und was man tun kann. Ja, als wir diese Szenen produziert haben, kann ich mich daran erinnern, dass zwei unserer Teammitglieder, ein richtiges Paar, ja so eine Streitszene spielen sollte und die dann gesagt haben, vor allem die weibliche Person dieser Beziehung, das kann ich nicht. Ja, ja. So ähnlich, ich liebe meinen Mann so, dass ich den auch als
Schauspielerin nicht beschimpfen könnte. Ja. Nee, es ist so. Ich könnte jetzt sofort mit meiner Frau einen Streit spielen. Das ist überhaupt kein Thema. Weil wir uns verstehen und weil wir uns lieben und wertschätzen, da können wir sagen, wir spielen jetzt. Ja? Ich darf sagen, ich schätze meine Frau sehr. Ich habe das Gefühl, sie ist das bei mir auch oder da ist das bei, auch so. Und ich habe eine sehr gute Frau, eine gute Frau, eine sehr gute Frau. Und dann ist es kein Problem, so etwas zu spielen. Wir wissen, es ist Spiel. Und ich weiß noch das Entsetzen. Wir hatten uns dann gezofft und dann sagte die betreffende Person, die es nicht spielen wollte, als wir fertig waren, haben wir uns umarmt und gesagt, na, das haben wir doch gut hingekriegt. Ne? Sagt die, ihr seid euch nicht wirklich böse? Also, das muss man erkennen, das gehört bei so einer Fernsehproduktion auch dazu, dass man spielt, auch wenn es halt eben dann andere Dinge sind, dafür ist man dann, wir sind ja keine Schauspieler, aber Darsteller, sage ich mal. Und das haben wir so gemacht. Aber der Sinn war eigentlich, dass wir durch all diese Dinge zeigen wollen, was passiert und wie man es verhindern kann. Das war das Wesentliche. Ja, also wenn ich das jetzt noch alles so in Erinnerung rufe, was wir damals gemacht haben, dieser Sendereihe, ist bei mir so hängen geblieben, also entscheidend für Missverständnisse waren oft Kommunikationsdefizite. Ja. Und was ich ganz toll fand, dass wir das Ganze auch mal versucht haben, immer wieder auch grafisch darzustellen. Wir haben jetzt hier ein Bild von dem sogenannten Hörmodell. Jawohl. Von Thun. Und das war für mich immer ganz interessant. Ja. Also ich habe selbst früher auch schon Kommunikationsseminare mitgemacht. Und da kam das ja immer durch Sprache. Aber darauf können wir vielleicht noch ein bisschen Stellung nehmen. Diese verschiedenen Arten, wo Leute aneinander vorbeireden. Ja, ja. Irgendwie. Ich denke, das ist das Entscheidende. Das habe ich so mitgenommen aus diesen Sendungen. Ich kann das gerne mal vertiefen durch ein einfaches Beispiel. Wir haben ja auch das Nachrichtenmodell, das heißt, die Nachricht hat auch vier Seiten, die Sachseite, die Appellseite, die Selbstoffenbarungsseite und die Beziehungsseite. Und wenn jetzt meine Frau zu mir sagt, der Müll müsste mal raus und ich höre das auf meinem Sachohr und sage ich, ja, der müsste mal raus, das war's. So, wenn ich jetzt dann auf meinem Beziehungsohr höre, und dann denke ich, ah, meine Frau möchte gerne, dass ich den Müll raustrage, trage ich ihn raus. Wenn ich das auf meinem Selbstoffenbarungsohr höre, dann denke ich, warum soll ich dann immer alles machen hier? Ja? Und wenn ich es auf dem Appellohr höre, und dann höre ich, aha, ich muss es mal wieder tun. So. Und es geht eigentlich darum, dass man erkennt, wer wie gerade kommuniziert. Und wenn man das kann man einfach üben, wenn man es mehrfach gemacht hat, es wird ein Selbstverständnis. Es wird kein Tun mehr, sondern ein Selbstverständnis, dass man sich versteht. Man kann ja auch mal rückfragen. Oder Frauen neigen ja viel dazu zu denken, der müsste doch und so weiter. Entschuldigung, das ist bei Frauen so, du schmunzelst. Ich empfinde das als zustimmendes Schmunzeln. Und die klare Sachansage, das wäre so eine Aufgabe für Frauen, dass sie lernen, sagen, bitte Norbert, bring jetzt den Müll raus. Haben Sie das gelernt, Frau Wagner? So. Nein. Also ich habe gerade gedacht, als du dieses Beispiel erzählt hast, jetzt aus Spaß, ja, wenn ich sage, Norbert, also ich sage einfach, der Müll müsste mal raus, ja, und er sagt dann, ja, und tut nichts, denkst, der weiß doch das alles. Wieso macht er das nicht? Ja, der müsste doch eigentlich wissen, was ich meine. Das ist das, was mein Mann jetzt meinte. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, wenn es um die Zweierbeziehung geht, steht eine Zweierbeziehung nur auf gesunden Füßen, wenn diese Eigenschaften schon übereinstimmen beim Kennenlernen, dass man sich da schon versteht, dass da das immer in dieses richtige Ohr dringt, oder können das die Paare dann lernen in der Beziehung? Es ist so, Herr Dilkorder, die Beziehung ist immer ein Lernprozess. Ein paar Voraussetzungen müssen natürlich da sein. Ja? Da ist das Erste, grundsätzlich sage ich, ein Partner, der mich äußerlich nicht anspricht, da bleibe ich weg. Und das Zweite von den Eigenschaften, ja, die wesentlichen Eigenschaften sollen also schon übereinstimmen. Das kann ich aber vorher feststellen. Das andere ist ein Lernprozess. Ich lerne ja einen fremden Menschen kennen.
Und den kann ich nur kennenlernen, indem ich ihm zuhöre. Deshalb ist bei der Kommunikation das Zuhören der wichtigste Teil. Nicht die Klappe, das Reden, sondern die Ohren. Und es ist sehr vieles erlernbar. Vor allen Dingen, wenn ich mich auf den Menschen einlasse, und dann will ich mich ja einlassen, dann kann ich umso mehr lernen. Also das heißt, es ist nicht zwingend voraus, dass man da die gleiche Verständnis hat und so weiter, Sachohr erkennt und all das. Das ist erlernbar und da das glückt mir ja auch nicht immer. Pannen passieren immer. Ne? Wenn man jetzt so psychologisch geschult ist, geht man dann auch so ein bisschen wissenschaftlich dran, wenn man eine Beziehung eingeht? Wenn Sie jetzt gerade Ihre Beziehung jetzt mal nehmen. Soll ich das sagen, das ingenieurmäßige Herangehen? Also das ist Folgendes. Ich sage es einfach mal ganz grob. Ich war damals, als wir uns kennenlernten, suchender, bekennender, suchender Mann. Das heißt, ich hatte mir also zurechtgelegt, ich will eine Frau, die und die körperlichen Merkmale, die und die wesentlichen Eigenschaften, so, und dann gucke ich mal. Und dann muss man ausprobieren, ja? So, und als wir uns dann kennengelernt hatten und ich stellte fest, oh, das ist ja interessant, und da dachte ich so, jetzt muss ich ingenieurmäßig vornehmen, ich bin ja ein Mann, ingenieurmäßig vorgehen und muss das volle Programm des Kennenlernens und so weiter, möglichst viele Informationen kriegen. Das heißt, ich sage das immer auch bei meinen Klienten ganz vereinfacht, wie unterhält sich derjenige, kann der mit Messer und Gabel umgehen und möglichst viele Lebenssituationen erkennen und erleben. Und da weiß ich, was los ist. Ja, wir hatten uns schon mal privat unterhalten und da haben sie mir auch gesagt, man soll mit jemandem essen gehen am besten, weil so wie er ist, so ist er auch. Ja, das stimmt teilweise. Da kann man viel dran erkennen. Also da gibt es also eine ganze Menge Möglichkeiten. Und natürlich, wir sind ja zwei verschiedene Menschen, die zueinander kommen und wir müssen uns kennenlernen und aus der Verliebtheit soll dann Liebe werden. Und Liebe hat mit Verliebtheit nichts mehr zu tun. Und wenn dann Liebe draus wird und ich zeige Verständnis, ich will den Partner haben und dann tue ich was für die Beziehung. Ja, Frau Wagner, finden Sie das romantisch, was er jetzt so erzählt? Oder sind Sie auch so rational, dass Sie sagen, ja, so muss man da dran gehen? Nein, also mein Mann ist Pragmatiker und das weiß ich. Deshalb sind bestimmte Sachen, die er dann sagt, die sehe ich dann anders, weil ich weiß, wie er ist. Und ich denke, dass es eine ganz wichtige Lebensaufgabe ist, in einer Partnerschaft den anderen kennenzulernen. Ja. Bevor wir zur nächsten Staffel gehen, was würden Sie vielleicht nochmal wirklich Menschen auf den Weg geben, als ganz wichtiger Punkt, damit eine Zweierbeziehung glücklicher wird? Weil das viele nicht glücklich sind. Das zeigen unsere Scheidungsquoten. Und es zeigt auch bestimmt noch eine Dunkelziffer, die niemand kennt, wie viele eigentlich zusammen sind und gar nicht zusammenpassen. Das Wichtigste ist, lerne deinen Partner kennen und lieben. Das kann man lernen. Gut. Ja, ein weiteres wichtiges Thema, das auch viele Sendungen als Inhalt hatte, ist dann Familie, Kinder und Jugend. Und da haben wir auch ein sehr wichtiges Modell kennengelernt, das ich so vorher nicht gekannt habe, das sogenannte Zugehörigkeitsmodell. Auch das können wir uns jetzt nochmal angucken. Und das ist ja ganz wichtig, dass Erziehung funktioniert. Vielleicht können Sie zum Einstieg da nochmal was dazu sagen. Ja, also Basis von allem ist die Ermutigung. Unterschied zwischen Lob und Ermutigung ist ganz einfach. Lob ist immer für eine Sache, Ermutigung ist immer für einen Menschen. Wenn der Sprinter am Ziel ist und hat gewonnen, wird er gelobt. Aber wenn er unterwegs ist, muss er ermutigt werden. So, das gilt dann. Dann spielt es keine Rolle mehr, ob er als Erster oder als Fünfter ankommt. Und das Ermutigungsmodell hier besteht auf zwei Säulen. Das heißt, die A-Säule müssen die Eltern einbringen. Das heißt also annehmen und so weiter, so wie es hier ist, an Vertrauen und Glauben. Und dann wird in der Regel das Kind die B-Säule selbst entwickeln. Es will dann mithelfen und mittragen und so weiter. Wenn es angenommen ist, will es mitmachen und so. Übrigens, da entsteht dann die Zugehörigkeit draus und das ganze System funktioniert. Das funktioniert nicht nur bei Kindern, das funktioniert auch bei Chefs oder Untergebenen. Das darf man nicht vergessen. Das ist nur in der Industrie darf man das nicht so sagen. Da sagen die alle, wir sind ja kleine Kinder und malt mal ein bisschen anders, aber im Prinzip ist alles dasselbe. Und das ist ganz wichtig, dass das Modell mit eingehalten wird. So kann man mit Menschen umgehen. Mhm. Kinder sind verletzbar, wenn ich das nur sagen darf.
und die Verletzbarkeit der Kinder. Da müssen wir ganz sorgfältig mit umgehen. Nämlich diese Wunden zu reparieren, ist sehr schwer. Ja. Zugehörigkeitsmodell. Ich habe es ja eingangs erwähnt, als ich Sie beide vorgestellt habe. Sie haben beide jeweils drei erwachsene Kinder. Bei Ihnen kommen noch zwei Pflegekinder dazu, ja inzwischen auch erwachsen. Und Zugehörigkeit, das stelle ich mir jetzt ganz spannend vor. Sehen Sie sich alle zusammen als Großfamilie und alle sind zugehörig? Jein, wenn ich von mir aus sagen darf, weil alle Kinder, Entschuldigung, alle Kinder sind unterschiedlich. Alle Kinder machen andere Lebensplanungen, Lebensmodelle und so weiter. Für mich ist wichtig, dass sie es miteinander können, sich nicht in die Haare kriegen und vor allen Dingen, dass die Zugehörigkeit unter uns allen da ist. Ne? Jeder weiß, das ist der Alte. So, okay, der spinnt zwar manchmal, aber das ist halt eben so. Aber komm, Papa, ich ziehe da trotzdem die Socken an. Ja, das ist Zugehörigkeit. Wenn die untereinander sind, kriegen die sich auch nicht in die Wolle. Die haben zwar unterschiedliche Meinungen und so weiter, aber dafür sind sie Menschen und das muss halt eben auch so diskutiert werden. Und daher würde ich sagen, Zugehörigkeit ja, aber auch Eigenständigkeit. Nämlich der Auftrag als Eltern ist es, sich überflüssig zu machen, was die Erziehung betrifft. Das heißt, ich habe das Bild geprägt als Ingenieur, ich setze meine Kinder ins Orbit. Und wenn sie im Orbit sind, in der festgelegten Umlaufbahn, habe ich nichts mehr mit zu tun. Und das soll mein Ziel sein, dass die Kinder selbstständig sind und nicht mich brauchen. Ja. Sehen Sie dieses Ziel erreicht? Ja. Und Sie, Frau Wagner? Ja, ich sehe das Ziel auch erreicht. Ich empfinde das immer sehr, sehr angenehm, wenn wir uns zu in einer großen Familie mal treffen, zu irgendwelchen Feierlichkeiten, weil das ist immer einfach ganz was Besonderes. Mhm. Haben Sie irgendwie Widerstand gespürt, wenn Sie Kinder haben und gehen dann eine neue Beziehung ein und der Partner hat dann auch schon wieder eigene Kinder? Gibt es da Eifersucht oder? Also gibt gar nicht. Also meine Kinder sind da ganz offen, weil ich war immer auch ehrlich zu ihnen. Weil es kommt, ich höre auch immer wieder oder lese davon, dass verschiedene Beziehungen nicht zustande kommen, weil der Widerstand der Kinder aus vorherigen Beziehungen einfach zu groß ist. Das ist also, bei uns ist das gar nicht so. Nee, im Gegenteil. Ich kann es jetzt von meinen Kindern nur sagen, was die also Wert drauf gelegt hatten, ist, dich kennenzulernen. Ja. Sie haben ihren eigenen Standpunkt zu ihr und sie schätzen dich sehr. Und das ist also wichtig. Das ist nicht so nach dem Motto, ach Gott, was hat der Alte sich denn dabei da angelacht, sondern sie haben da eine wertgeschätzte Persönlichkeit kennengelernt, weiblichen Geschlechts, die jetzt meine Ehefrau ist. Ja, und, aber ich muss, und so habe ich das bei deinen Kindern, wenn ich das nur anfügen darf, und die haben mich auch angenommen. Ja. Ja, also für mich war so ein besonderes Erlebnis, dass die jüngste Tochter, die war damals 15, oder? Ja. Oder 14? Ja, 14, 15. 14, ja. Ich kann mich erinnern, als ich sie das erste Mal gesehen habe, da hat sie irgendwann meine Hand genommen und hat gesagt, ich würde dich ja lieb haben, aber ich kenne dich gar nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, da kann sie mich ja kennenlernen. Ja, und das war so ein, vielleicht hätte jemand anderer gedacht, oh, gefährlich, aber es war, wir haben eine sehr gute Beziehung, alle miteinander und das ist einfach schön. Es ist also nicht so, dass wenn jetzt zum Beispiel bei vielen Familien, die sich an Weihnachten dann treffen, es treffen Leute aufeinander, die sich sonst nie sehen und dann das Fest der Liebe plötzlich dann das Fest des Pulverfasses, sage ich jetzt mal, wäre das irgendwann explodiert, weil irgendwelche Konflikte, die sich aufgestaut haben das ganze Jahr über, die dann nie ausgetragen werden konnten, weil man sich einfach nicht begegnet ist und dann unter Weihnachtsbaum dann zum großen Krach führen. Also das gibt es bei Ihnen nicht. Das ist ja dann oft so, dass die Leute dann so große Erwartungen haben. Die sehen sich dann einmal im Jahr und dann habe ich schon oft gehört, dass es da richtig Zoff gibt. Ja. Also ich kann das aus meiner Kindheit bestätigen. Bei meinen Großeltern traf sich an Weihnachten immer die Familie zwischendurch auch mal. Und es flogen spätestens ab 5 Uhr die Kaffeetassen. Also durch die Luft, ja. Ja. Mit oder ohne Inhalt spielte keine Rolle. Aber das war so, da hat sich kein Mensch darüber aufgeregt. Ja, wir haben ja auch dann auch besondere Beziehungen.
dann in die Sendung aufgenommen, zum Beispiel die Beziehung zu den Großeltern. Da haben wir jetzt auch gerade ein Bild hier aus dieser Sendung. Wir haben dann auch andere Mütter dann noch zu Wort kommen lassen. Auch davon haben wir jetzt ein Bild. Und wir wollten ja auch... Entschuldigung, wenn ich da mal einhabe. Ja. Das Interessante ist, bei diesem Bild hier, die eine Mutter hat 5 Söhne und die andere Mutter 5 Töchter. Hat sich da was ergeben? Ich bin nicht informiert. Also ich, nein. Nee. Also ich bin nicht informiert, ich kann es jetzt sagen. Ich fand es nur interessant, die Konstellation. Ich wusste es vorher gar nicht. Ne? Ja, und dann wollten wir ja auch als Thema gleichgeschlechtliche Partnerschaften noch mehr behandeln, als es angesprochen wurde. Aber da gab es dann plötzlich Probleme, Gäste zu bekommen. Man muss noch ein bisschen zurückgehen zu dem Zeitpunkt, wo wir das geplant hatten und wo ich Gäste suchte. Damals war die gleichgeschlechtliche Ehe ja noch nicht durch. Und ich habe also entsprechende Kontakte auch gehabt und mit Leuten gesprochen, die haben zugesagt und dann abgesagt. Es wurde nämlich gesagt, mach das nicht, nimm die Öffentlichkeit noch nicht outen. Zum Glück ist das Thema heute vorbei. Ja, das kann man wirklich sagen. Ja. Und was auch behandelt wurde, war dann das Thema interkulturelle Partnerschaften. Da haben Sie ja auch in der eigenen Familie Erfahrungen mitgemacht. Gibt es da was, was Sie in unserer heutigen Sendung ja auch ein Rückblick sein soll, aber vielleicht auch noch in gewissen Dingen ein paar Ratschläge geben soll für Menschen, die interkulturelle Partnerschaften eingehen möchten, warum auch immer, oder es ergibt sich einfach, was wir denen vielleicht noch grundsätzlich sagen können, was die beachten sollen? Also es ist interkulturelle Partnerschaften sind immer außergewöhnlich schwierig. Aber wir sagen halt immer, ja, es wird immer öfter, trotzdem sind sie schwierig. Die Scheidungsquote steigt ja auch da immer öfter. Der entscheidende Punkt ist eigentlich, interkulturell heißt ja nicht international. Wenn ich das mal auf Mitteleuropa begrenze, dann kann ich sagen, das sind die Kulturen in etwa gleich, wobei Süditalien auch schon wieder was anderes ist als Norddänemark, ja? Das mal so zu sagen. Wenn allerdings dann noch andere Komponenten dazukommen und andere, wirklich andere Kulturen, muslimische Kulturen, chinesische Kulturen und da wird es ganz schwierig, weil da von dem Grundverständnis einiges nicht da ist. Ich nehme mal ein Beispiel. Im Arabischen gibt es das Wort Gleichwertigkeit, was für uns ein Selbstverständnis ist, gibt es nicht. So, wie will man damit kommunizieren? Das heißt, die Kommunikation wird unwahrscheinlich schwer. Und da würde ich als Rat geben, wenn man sowas eingeht, man denke bitte wirklich öfters drüber nach, als man sich das vorgenommen hat, aber dann diese neue Partnerschaft oder Beziehung wirklich begleitend unterstützen, damit diese Missverständnisse ausgeräumt werden können und es ist immer aufeinander zugehen und ja, da muss man sich treffen. Es ist nicht einfach. Mhm. Ich wünsche jedem jedenfalls viel Erfolg damit, der es probiert. Nur er soll sich im Klaren sein, er hat einen Haufen Sandsäcke zu schleppen. Ja, und zu diesem ganzen Thema Familie, bevor wir uns dem nächsten Komplex dann widmen, was für Ratschläge geben Sie jetzt Familien insgesamt, dass Familienleben funktioniert? Weil ich gehe ja mit offenen Augen durch die Welt, auch wenn ich keine eigene Familie habe. Aber es fällt ja immer oft das auf, was negativ ist, wenn man durch die Landschaft geht. Wie kann man sowas vermeiden? Kommunikation, haben wir gesagt, ist wichtig. Wahrscheinlich wird zu wenig gesprochen. Aber wie gehe ich am besten ran an das Thema? Also wenn ich Familie betrachte, dann gibt es also so das Paar. Wir beide, wir sind ja keine Familie, wir sind ein Ehepaar. Und die Kinder, die sind, das ist unser geschlossener Kreis, da soll niemand rein. Mhm. Und die Kinder sind da drumherum in der nächsten Ebene drin. So, und wenn ich dann uns als Paar als das Wichtigste sehe und dann kommen die Kinder drumherum, die da angesiedelt sind, dann muss ich mit denen altersgemäß entsprechend der Entwicklung kommunizieren und umgehen. Das heißt, wenn ich mir jetzt als Vater den Kopf gesetzt habe, wir fahren jetzt in den Pfälzerwald, dort und dorthin oder wandern da und so weiter und die Kinder sind in einem Alter, ich sag mal was, 8, 10 Jahre alt, macht das Wandern nicht unbedingt besonders viel Spaß, jetzt finden die ein Wasser, wo sie spielen können, ja, dann lasse ich sie doch dort spielen. Gehe ich auf die Kinder ein, einander eingehen, Verständnis und so weiter, nicht mit Gewalt durchsetzen. Es gibt ja auch so den Spruch,
der gilt für Beziehungen, für alles, für Familien. Du kannst entweder Recht haben oder glücklich sein. Beides zusammen geht nicht. Okay. Das letzte Thema, das wir behandelt haben in der Sendereihe, ist das Thema Feng Shui. Mit einem sehr interessanten Gast immer, ja. Christian Scheurer. Diese Sendungen sind ja jetzt erst vor kurzem gelaufen. Und wie hat sich dieses Thema angebahrt? Das hätte ich jetzt in einer psychologischen Sendereihe eigentlich überhaupt nicht erwartet. Ja. Ich darf da mal sagen, der Herr Scheurer, der ja ein wesentlicher Träger davon war, mit dem ich ja sehr viele Gespräche dann geführt hatte, war in anderen Sendungen auch schon Gast, zum Beispiel als Elternvertreter. Und da ist er mir positiv aufgefallen. Und dann habe ich auch erfahren, dass er Feng Shui macht. Er hat nämlich eine gute Einstellung zu Kindern, eine sehr gute. Und da wir uns da verstanden hatten, hat er mich angeschworen, er würde gerne mit mir was über Feng Shui machen. Okay, und so haben wir das begonnen und haben es dann auch getan. Er ist der Spezialist für Feng Shui. Ich habe mich dann natürlich eingelesen, mit ihm besprochen und so weiter. Und ich weiß heute sehr viel und ich bin sehr froh drum, auch dass ich die Gelegenheit hatte, da selbst mich einarbeiten zu können und verstehe viel mehr. Ja, Frau Wagner, bei dieser Sendereihe waren Sie jetzt nicht beteiligt vor der Kamera. Aber Sie konnten das alles aus dem Hintergrund verfolgen. Wird jetzt das ganze Haus umgekrempelt und ist jetzt Feng Shui bei Ihnen? Das ganze Haus wird nicht umgekrempelt, aber ich fand das Thema sowieso sehr interessant, weil ich war ja in vielen Haushalten als Pflegekraft, ja, und habe viele Wohnungen gesehen und ich habe immer, wenn ich in die Wohnung hineingekommen bin, gespürt, ist das jetzt hier gut, will ich hier mich länger aufhalten oder nicht? Also ich habe ein sehr feines Gespür dafür und habe dadurch einiges gelernt. Also ich habe nur ganz wenig Kleinigkeiten geändert in unserer Wohnung. Ja, wir haben da auch ein Bild natürlich von Herrn Scheurer hier aus einer dieser Sendereien. Ja, ist auch vom Auftreten her natürlich ein sehr interessanter Mann. Ja. Das muss man auf jeden Fall sagen. Einer, muss ich sagen, der interessantesten Gäste, die wir hier definitiv hatten, wie viele andere. Vor allen Dingen hat er schöne Haare. Ja, das spricht doch jetzt, dass Ihre Beziehung sehr gut ist, weil sie kann jetzt auch offen erzählen, sogar vor der Kamera, was ihr gefällt an einem Mann. Und sie lachen dann. Natürlich. Herr Dilkorta, es ist das so. Das darf er auch. Ja, es ist ja so, ich bin Mann und meine Frau ist Frau. Ich sehe eine Frau auf 100 Meter, wenn sie meinem Beuteschema entspricht. Ja, das ist einfach so. Nur, was mache ich damit? Das ist die Frage. Wenn ich jemanden sehe, wenn meine Frau einen Mann sieht, einen super Kerl, kann ich sagen, ja, der sieht gut aus. Kann ich auch sagen. Die Frage ist nur, was macht man damit? So, wenn ich dann sage, ja, ich kann das toll finden. Ich sitze doch lieber bei einer schönen Frau in der Straßenbahn, wenn es nicht meine eigene ist aus Umständen, als bei irgend so einem Muffelkopf. So, und dann nur, was mache ich damit? Das ist ganz einfach nichts. Ich genieße das. Ich sage, Mensch, ich habe es Tolles gehabt. Das ist übrigens ein Unterschied im Verständnis des Flirts von Südländern zu uns. Ne? Die Südländer, für die ist das Spiel. Ne? Flirt hat nichts Verbindliches an sich. Wenn hier ich flirte, der will was von mir, heißt dann. Ne? So, oder die will was von mir. Und Flirt ist für die Südländer ein Spiel. Ne? Man flirtet miteinander, prima, 2 Stunden, war ein toller Nachmittag. Das war's. Aus. Man kennt noch nicht mal den Namen von dem anderen. Ja, mit zunehmender Produktionsdauer hat auch ein neues Format immer mehr Sendungen in Anspruch genommen, das sogenannte psychologische Quartett. Wie der Name schon sagt, 4 Gäste, einschließlich Ihnen, Herr Wagner, haben dann ein besonderes Thema, losgelöst von den anderen Staffeln, die wir produziert haben, dann behandelt. So ähnlich wie beim literarischen Quartett. Da denkt man, das war ja so ein bisschen so der Anlass, sowas zu machen, genau, das früher, ja. Früher mit Marcel Reich-Ranitzky. Und diese Idee, die kam alleine von Ihnen. Wie ist das entstanden? Ja, wir haben ja eben gesehen, wir hatten ja immer am Ende einer Sendereihe oder meist eine Gesprächsrunde. Und ich dachte, um Einzelthemen zu behandeln, kann man solche Gesprächsreihen eigentlich machen. So, und die Themenauswahl, 45 Themen haben wir, glaube ich, behandelt, Einzelthemen. Und diese Themenauswahl, die habe ich mit meiner Frau getroffen und sie Ideen beigetragen und, und. Und dann ging es natürlich darum, jetzt die Gäste zu finden. Das ist immer so die Aufgabe, passend zum Thema. Eine ellenlange Telefoniererei natürlich und viele Gespräche und Vorbereitungen. Und wie kündigt man jemand an? Und ja, also
eine Menge Papier auch, Schreiben, Geistesarbeit. Das war das Format. Genau. Und einer für mich der absoluten Höhepunkte, das war der Besuch von König Sifas Bansa aus Ghana mit seiner Frau. Und daraus sehen wir uns natürlich jetzt auch einen Ausschnitt an. Sie sind ja nicht von Anfang an König gewesen, Majestät. Sie sind ja aus irgendwelchen Gründen zum König geworden. Sind Sie gewählt worden oder gibt es da eine Erbfolge? Wie ist das zu verstehen? König zu werden, es ist eine Tradition. Du musst von der Familie, Generation zu Generation. Ich bin nach Deutschland gekommen und meine Existenz gemacht. Und ich fühle mich als Kurpfälzer und ich habe eine eigene Firma. Ich bin glücklich und dann ist der Opa gestorben. Und da haben sie gesagt, hier muss jemand an den Thron. Ja. Die Älteste, die trifft jeden Freitag. Und einmal eine hat gesagt, wir haben noch eine Junge in Deutschland, wo immer mit den Deutschen gekommen, haben uns immer Medikamente gebracht und Unterstützung. Und da haben sie gesagt, nein, das kommt gar nicht zum Frage. Der König muss zu Hause sein. Ja, der König darf nicht im Ausland sein. Und einmal einer hat gesagt, ja, wir haben Fax, das war Faxzeit, ja, war 1992. Wir haben seinen Bruder, der kann die Stadtvertreter, und haben sie mich eingeladen. Da bin ich nach Ghana geflogen, haben wir drüber gesprochen, wieder zurück. Und die Krönung habe ich mit der CDF gesagt, okay, ich werde gekrönt. Und dann 32 Leute von hier mit mir damals nach Ghana geflogen, um diese Krönung. Also in Ghana gibt es auch eine Krankenversicherung, die aber nicht viel finanzieren kann. Mhm. Ja, es ist auch nicht jeder, es ist keine Pflichtmitgliedschaft und die Kosten sind dennoch sehr hoch. Das heißt, Patienten, die nicht so viel Geld haben, die gehen einfach nicht zum Arzt. Und dementsprechend Krankheiten, die man hier relativ schnell und kostengünstig behandeln könnte, ja, das ist alle, was ich hier trage, das ist von meiner Opa. Sehr wertvoll. Generation zu Generation bekommen. Mhm. Wird das weitergegeben? Aber weitergegeben, wenn meine Tochter oder Sohn, da kriegt er alle, was ich da kriege. Majestät, wie ist das mit Ihren? Sie haben ja auch die Kette um, Sie haben die Krone auf, Sie haben auch das gleiche farblich gestaltete, stofflich gestaltete Gewand an. Was hat das für eine Bedeutung? Also dieses Gewand heißt Kente. Ja. Das ist das typische ghanaische Königsgewand. Ja. Das wird in Handarbeit hergestellt auf Webstühlen, werden so schmale Bänder genäht und zusammengenäht. Und die Farben und die Formen haben in Ghana immer eine bestimmte Tradition, eine bestimmte Tragen Aussage. Sie auch eine Kette? Hat die auch einen Symbolcharakter? Genau. Das ist jetzt eine Spinne. Eine das Spinne. Das zeigt auch Fleiß. Mhm. Ah, die Spinne steht dann für Fleiß. Ja, Frau Wagner, die meisten kleinen Mädchen träumen davon, irgendwann Prinzessin zu sein. Jetzt wohnt der König von Ghana in Ludwigshafen. Und er hat eine deutsche Frau. Ja. Und werden Sie da neidisch? Sie hat es geschafft, Königin. Nein, also wir hatten ja auch das Vergnügen, eingeladen zu sein in das Haus vom Herrn Bansa mit seiner Frau. Und das war ein sehr schöner Nachmittag. Also sind sehr sympathische Menschen. Und ich denke, was ganz bei den beiden so wichtig ist, ist, dass die gegenseitig ihre Kulturen respektieren. Und sich deshalb so gut verstehen. Ja, das heißt, sie darf die deutsche Kultur leben. Ja. Auch ihm gegenüber als in so einer hohen Position in einem ghanaischen Stamm. Ich darf mal dazu fügen, das wäre dann auch noch zu dem ergänzenden Rat bei den interkulturellen Paaren vielleicht ein ganz guter Tipp. So leben wie die. Jeder lässt jeden und bestimmt nicht. Ja. Weitere Sendung, sehr spannend. Wir haben es auch schon angedeutet. Gleichheit, Gleichwertigkeit. Aus dieser Sendung haben wir jetzt hier ein Bild. Und vielleicht können Sie auch das nochmal sagen, was da der Unterschied ist. Weil ich denke, das ist auch ein wesentlicher Baustein
für funktionierende Beziehungen unter Menschen, sei es Familie, im Beruf oder auch im Freundeskreis? Ja. Ganz einfach. Wir beide als Männer sind gleich. Sie sind ein Mann, ich bin ein Mann. Wir beide als Frau und Mann sind gleichwertig. Wir sind Menschen und sind gleichen Wert. Wir haben ein anderes Geschlecht. Das ist der Unterschied zwischen Gleichheit und Gleichwertigkeit. Wenn dann noch heute, in der heutigen Zeit dazu kommt, gleich mache, das heißt, die Frauen müssen sein wie die Männer und die Männer mehr wie die Frauen, das ist alles Quatsch. Ich sage das einfach so. Das ist zum Scheitern verurteilt. Gleichwertigkeit. Achte das Anderessein des Anderen, aber betrachte dich nicht als besser, sondern ihn als gleichwertig. Also wenn man das jetzt so weltweit sagen würde, würde mir das Wort Gleichwürdigkeit gut gefallen. Mhm. Also egal, wo jemand lebt, wo er hergekommen ist. Genau, da passt auch hier haben wir ein Bild aus der Sendung Kulturen und Integration, war Thema bei einem psychologischen Quartett. Wir sehen einen jungen Mann, der völlig integriert ist. Ja. Und ich kann dazu mal sagen, ich war ja auch 2 Jahre tätig in einer Flüchtlingsunterkunft. Wenn man sieht, die kleinen Kinder, egal ob die jetzt aus Afghanistan, Syrien, Somalia oder auch Eritrea waren, wo die meisten Flüchtlinge ja ursprünglich herkamen, die haben miteinander gespielt, das war kein Problem. Ich habe mal gelesen, Rassist ist man nicht von Geburt, dazu wird man gemacht. Und das ist für mich das große Problem. Ja. Welche Möglichkeiten haben Sie als Psychologe? Also Sie können ja die Welt ändern. Nee. Aber was kann man tun, dass Integration von Menschen aus verschiedenen Kulturen funktioniert? So, als erstes ist die Aufgabe von uns, dass wir diese Leute in ihrem Anderssein annehmen. So, das heißt, wir haben keine Erwartungen, dass die so sind wie wir, nur weil sie nach hier kommen, sondern dass wir sie zunächst annehmen, wie sie sind. Die Aufgabe der nach hier Kommenden, ich bleib mal bei dem Beispiel Flüchtlinge, ist es, sich hier einzupassen. Das heißt, Sprache zu lernen, die Kultur kennenzulernen. Das heißt nicht, dass die plötzlich ihre Gewänder nicht mehr tragen sollen, sondern das heißt nur, dass sie respektieren, dass unsere Frauen anders rumlaufen als deren Frauen zum Beispiel, ne? Bekanntes Beispiel. Und auch die Männer anders, die laufen ja auch teilweise mit dem Kaftan rum und so, dass das also respektiert wird gegenseitig, aber auch wissen, dass ich nicht so da rumlaufe und das auch respektiere. Und da denke ich, Sprache als allererstes, als allerwichtigstes, die hilft zum Verständnis. Und lass die Kinder doch miteinander, die regeln das. Ja, Frau Wagner, ich komme nochmal darauf zu sprechen, dass Sie ja in der DDR aufgewachsen sind. Sie sind jetzt lange Jahre hier schon auch in der Pfalz. Haben Sie eine Erklärung, warum gerade jetzt in den neuen Bundesländern, die aus der ehemaligen DDR hervorgegangen sind, diese Probleme noch größer sind, obwohl der Ausländeranteil auch heute noch da deutlich geringer ist als jetzt in den westlichen Bundesländern? Also meine Meinung ist, dass das daran liegt, dass wir ja mit dem Feindbild groß geworden sind. Und dass viele, da dieses Feindbild Kapitalismus jetzt nicht mehr da ist, dass halt auf diese Weise dann weitergelebt wird. Und es ist ungewohnt einfach. Also ich kann mich erinnern, wir hatten zu DDR-Zeiten, kamen dann irgendwann viele Mosambikaner, die ausgebildet wurden. Und schon da war die zurück, also war das Verhalten der Leute seltsam. Ja, und jeder, der Kontakt hatte oder den Kontakt gesucht hat mit Mosambikanern, ist irgendwie komisch angeguckt worden. Mhm. Also das war da auch schon da. Warum das jetzt oft so eskaliert, da bin ich sehr traurig drüber. Und gerade in Dresden, also ich liebe Dresden. Und wenn ich dann da diese Pegida-Veranstaltung und so, also das tut richtig weh. Auf der anderen Seite gibt es ja hier auch viele Menschen. Also ich denke, wenn ich diese innere Haltung nicht habe, dass Menschen Menschen sind, ja, also ganz einfach gesprochen, da gehören ja alle dazu. Jeder Mensch, der hier lebt auf dieser Erde, dann kommen wir zu den Vorurteilen, die ja sicherlich in der Kindheit gesät werden. Dann braucht ja nur jemand sagen, oh, dieser Schwarze da. Schon nur der Ton, ja? Mhm.
Das wird ja dann weitergetragen. Und was ich schlimmer finde als sie, ist halt, dass die so aggressiv sind. So, also richtig aggressiv, wo man Angst haben kann. Ist es eine Art, basiert es auch auf dieser Sündenbock-Theorie, die auch Adorno mal entworfen hat, eine eigene Unzufriedenheit, die auch durch höhere Arbeitslosigkeit, die es ja dort gibt, dann auf andere projiziert wird, wie früher auch die Juden immer an allem schuld waren. Ja, ja, man braucht Schuldige, das ist immer so. Ja, also und dann da ist das, wenn man die hat, ist es gut. Dieses Thema Neid und Gier spielt ja da auch eine Rolle. Also ich gönne dem anderen nicht, was ich habe. Ja. Gut, Spott ist vielleicht eine Lösung. Wir haben jetzt ein Bild aus unserer Sendung Spott als verbindendes Element. War für mich einer der Höhepunkte, weil ich diese Sendung auch selbst moderiert habe und wo wir auch das Thema mal behandelt haben, dass wir durch Spott Leute miteinander verbinden können. Für mich ganz wichtig. Aber wir möchten uns jetzt mal noch einen Einspieler ansehen aus einer auch für mich ganz tollen Sendung, nämlich Pflege, Mensch oder Roboter. Pflege, Personal, Notstand. Wie muss ich mir das denn in Zukunft vorstellen? Wir kommen ja alle in diese Situation. Wird es dann in Zukunft so sein, es klingelt und dann steht so ein Wesen da vor der Tür und sagt, ich bin jetzt Schwester Robot, ich werde Sie jetzt nach dem vorgesehenen Programm pflegen. Oder wie wird das aussehen, vielleicht in 10, 20 Jahren? Also um Ihre Frage zu beantworten, so wie Sie sie im Moment geschildert haben, wird es in den nächsten 10, 20 Jahren nicht aussehen. Wenn man heute von Robotern in der Pflege spricht, sprechen wir inzwischen in der Forschung lieber von robotischen Systemen, die in der Pflege Unterstützungsleistungen bringen, sowohl für die zu Pflegenden als auch für die Fachkräfte, die Leute pflegen. Dann kommt ein Roboterarm und er wäscht Ihnen den Rücken, ähnlich wie die Brause. Ja. Ich kann Ihnen das gern mal als Film einspielen. Sie haben ja einen Film dabei, nicht, wie der das zeigt. Ja, lassen wir den nochmal laufen. Wasch mir den Rücken. Ihr Rücken wird gewaschen. Roberta, wärmer. Okay, das Wasser wird wärmer. Aber man bekommt Leute wieder in den Dialog, ja, oder auch zur Stressreduktion bei manchen Leuten, die Spastiken haben. Ja. Da ist es, hat es gute Erfolge schon gebracht. Ja, ja. Das heißt, das ist schon im Einsatz. Das ist im Einsatz. Wir haben ungefähr, ich kann die genauen Zahlen auch nicht, aber ungefähr 120, 130 solcher Systeme sind in Deutschland in Pflegeeinrichtungen und auch zum Teil in Forschungseinrichtungen im Einsatz. Diese Problematik ist quasi miteinander gekoppelt, mehr oder minder. Also wir haben einen großen Hausärztemangel oder der wird in Zukunft erwartet. Und ich habe auch gerade von einem Projekt gelesen, ich glaube, das ist tatsächlich in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Land, wo Menschen an dieser Telemedizin, an einem Projekt teilnehmen und täglich die Daten an den Arzt gehen. Dort werden sie ausgewertet und wenn irgendwas Besonderes ist, wird Kontakt aufgenommen. Ja. Stationären Pflegebereich, Altenpflegebereich, denke ich, sind gerade alle Assistenzsysteme, die Wege ersparen, die Kraft ersparen, die Zeit ersparen. Also es gibt ja auch vielleicht Systeme, die selbstständig irgendwo hinfahren, Transport, Wäsche etc. Ja. Also es gibt schon viele Dinge, wo ich denke, da können Roboter definitiv unterstützen. Aber die Pflege selbst, Pflege ist sehr viel mehr wie nur einen Menschen waschen oder auch mit ihm reden oder ihm was zu trinken geben. Mhm. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass das irgendein Roboter machen kann. Ja, einerseits war es sehr faszinierend zu sehen, da was passiert. Aber ich fand es auch ein bisschen erschreckend. Ich sage jetzt mal, also wenn ich mal vorstelle, ich habe bei der Pflege kaum noch menschlichen Kontakt, bin auf einen Roboter angewiesen oder habe irgendein Kuscheltier, das eigentlich gar kein Tier ist, kein richtiges Lebewesen.
Also für mich hat es, ja, hat es sehr irritiert. Sieht so wirklich unsere Zukunft aus? Also ich denke nicht. Dieser menschliche Kontakt ist ja sehr wichtig. Das hat er ja auch hinter den Zeilen gesagt. Also ich persönlich würde einen Roboter, der mich wäscht, wäre mir lieber als ein fremder Mensch. Also das muss man dann wahrscheinlich auch fragen, wie das jemand gerne haben möchte. Das ist überhaupt das Wichtigste in der Pflege, finde ich. Dass man den Patienten fragt, was möchtest du? Ich meine, Sie waren ja selber im Gesundheitswesen tätig. Sie wissen um die personelle Situation, Sie wissen um die Löhne, die auch nicht besonders hoch sind und so weiter. Also das sind Dinge, die mich annehmen lassen, dass das immer einen größeren Raum einnimmt. Aber vielleicht ist es doch eigentlich der menschliche Kontakt, den der Mensch braucht. Ich meine, Herr Wagner, Sie waren in den Niederlanden tätig. Es gibt dort Sachen, dass auch Prostituierte auf Krankenschein mal in ein Altenheim können, wo wir weit davon noch entfernt sind, wo es ja gar nicht um irgendwelche sexuellen Leistungen geht, um ganz andere Dinge auch. Deswegen, wie sehen Sie die weitere Entwicklung? Also der Roboter in dem Sinne, dass hier der humanoide Roboter erscheint, das können wir vergessen. Aber die Hilfssysteme werden weiterentwickelt werden. Das ist eigentlich ganz gut so. Und das wichtigste Hilfssystem ist der Mensch, der Körperkontakt, wie viele Streicheleinheiten, was darf das kosten, das ist eine Frage. Und das erlaube ich mir jetzt einfach mal auch hier privat zu sagen, solange die Pflege mit der Pflege Geld verdient werden muss, weil es in privaten Händen ist, wird das nichts. Da sind Sie also wieder dafür, um das Ganze zu verstaatlichen? Ja, gemeinnützig zu machen, so sage ich mal. Mhm. Gemeinnützig zu machen, dass also nicht der Profit von den Hedgefonds, die hinter den Pflegegesellschaften stehen, ins Unermessliche wachsen kann und die Belastung der Arbeitskräfte auch ins Unermessliche wächst, das geht nicht. Ja, dann hat man noch verschiedene Sonderthemen in unserer Sendung, die Magie der Feuerwehr. Ja. Auch da haben wir ein Bild, weil ja einer unserer Teilnehmer auch bei der Feuerwehr war. Das war ja auch spannend, verschiedene Themen haben sich einfach da aus Interessen von Teammitgliedern ergeben. Das ist das, was ich sagte, jeder kann beitragen, wie er will. Ne? Ja, gut. Und als letzten Einspieler sehen wir uns jetzt noch einen Ausschnitt aus dem psychologischen Quartett zum Thema Humor an. Ja. Da hat man ja unter anderem den Steffen Boissel, der hier ebenfalls sehr bekannt ist für seine Cartoons, die auch immer sonntags in einer Zeitung hier erscheinen. Und noch eine Künstlerin, die hier auch sehr beliebt ist. Vielleicht spielen wir das jetzt mal ein. Du musst dich halt so anziehen und dann habe ich mich halt einfach gemodelt, wie das Kettel am Feiertag. Das ist so ein Pelzerspruch, wenn jemand so sich so ein bisschen unmöglich anzieht. Und da habe ich mich halt einfach gemodelt und habe vor der Tür gestanden für den Saal neu. Und die Sitzungspräsidentin hat damals gesagt, ich habe gesagt, du mich nicht ins Programm schreiben, wenn es nichts ist, mache ich es nicht mehr. Ne? Und dann bin ich einfach so halt neu geplatzt, so wie ich ausgesehen habe. Und dann sagt die zu mir, ja, wer sind denn Sie? Sie können doch nicht unsere Sitzung stören. Dann gucke ich die an und denke, oh, das war jetzt gar nicht ausgemacht, das sage ich jetzt. Jutta Hinterberger ist so doof, ne? Das kennt man. Dann habe ich da gestanden, Feiertag, Kettelfeiertag. Und da habe ich mal Normen gehabt. Brauchen wir die Regie, dass einfach das Filmchen mal abspielt? Genau. Ja, wir sind da hingekommen an das Wellnesshotel. Und das Hotel hätte man sehen müssen, das war einfach schön. Ja, dann sind wir da neu, die Rezeption war auch alles in Ordnung, vornehm, gell. Dann haben wir unser Zimmer gezeigt, das Zimmer hätte man sehen müssen, das war einfach schön. Ja. Sie haben viele Geschwister. Ja. Acht Geschwister, liege ich richtig. Welche Stellung haben Sie da eingenommen? Wir haben eine psychologische Sendung in Ihrer Herkunftsfamilie, in Ihrer Familie. Wie sind Sie da einzuordnen? Ja, ich war die drittälteste. Die drittälteste. Und acht. Von neun. Von neun. Ja, mein Vater hat immer gesagt, er hat neun Kinder, zwei Buben und sieben Kinder noch. Ne? Also, ja. Und ja, also sieben Mädchen und zwei Buben. Wir unterscheiden das bewundernde O. Und dann ist er nachher in die Bevölkerung gegangen. Wie würden Sie ein bewunderndes O auf Pfälzisch machen? Und das ist er durch. Oh. Dann kommt das zweifelnde O. Oh.
Oh, ja, genau. Also das zweifelnde, das bewundernde O ist übersetzt man mit aller Achtung. Das zweifelnde O übersetzt man mit, ob das wohl stimmt. Jetzt kommt das ungläubige O. Oh. Also war eine interessante Sendung, in der man hat Humor bewiesen. Wenn sogar die Kamerafrau lacht, dann sind wir zufrieden. Ich glaube, das ist ja auch der Doktor, ne? Der weiß, wie sowas geht. Ja, okay. Ja. Also das ist ganz lustig. Und je nach Alkoholgehalt kann es... Ja, also interessante Sendungen, aber auch viel Humor und Spaß. Und den hatten wir im Team auch, denke ich. Hatten Sie auch Spaß immer in den... gut 5 Jahren, wo wir jetzt hier tätig sind, oder gab es auch mal die Situation, wo Sie gesagt hätten, jetzt langt's, ich werfe das alles hin? Nee, das nicht. Es gab natürlich auch immer Probleme, dass Gäste ausgefallen sind. Freitagsabends kommt der erlösende Anruf, ich kann morgen leider nicht kommen. Dann was suchen und machen technische Probleme, dann mal fällt der Bildschirm aus, dann läuft da was nicht und so weiter. Das ist halt eben, wir müssen ja hier das Manpower alles selber machen. Wir kriegen zwar die Technik gratis zur Verfügung gestellt, wir bekamen eine Einweisung durch das Fachpersonal hier, allen voran Herrn Björn Brettschneider. Da bin ich sehr dankbar für. Er ist ein ausgezeichneter Fachmann, das muss man einfach mal sagen. Und die Unterstützung war da gut. Aber wegwerfen wollte ich nie. Ja, Frau Wagner, hat es auch Spaß gemacht? Ja, also auch sowohl hinter der Kamera als auch vor der Kamera. Man hat ja gesehen, dass auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier, wie man mit Freude dabei sind. 35 Leute hat man insgesamt. Insgesamt, von, ja. Von Anfang an. Die muss man erst mal rekrutieren, ja, und bei der Stange halten. Ja. Und ich denke mal, das ist auch eine große Leistung, was ja auch beim offenen Kanal, weiß ich, manche schon ein bisschen verwundert hat. Ja. Ich glaube, es gibt keine Sendereihe, die so lange existiert hat als diese. Ja, ist richtig. Aber schauen wir zum Abschluss noch mal in die Zukunft. Gibt es vielleicht eine Nachfolgesendung? Haben Sie da mal Gespräche geführt? Würden Sie das weiter dann noch mit unterstützen? Also es ist Folgendes. Mein Gedanke war, da die Ideen ja alle im Wesentlichen von mir gekommen sind, mit Unterstützung meiner lieben Frau, habe ich mir jetzt gesagt, das reicht jetzt. Initiativ möchte ich nichts Neues mehr machen. Ich habe noch 2, 3 Eisen im Feuer, und zwar, wo ich Leuten Angebote habe, wenn sie was machen wollen, bringt das mit, mache ich das mit euch. Das ist ganz klar, das würde dann auch noch vielleicht unter Sinova gehen oder nicht. Ansonsten für die Zukunft bin ich im Gespräch mit Interessenten, die auch schon hier waren als Gäste und teilweise Mitwirkende. Und dass wir da in der nächsten Zeit, dass die da ein neues Team bilden, dann neue Formate entwickeln. Und ich persönlich stelle da mein Know-how und das, was ich kann, zur Verfügung und stehe auch als Gesprächspartner zur Verfügung, wenn ich denn gewillt bin. Ja. Gut, ja, Sie sind beide individualpsychologische Berater und jetzt geht auch unsere letzte Sendung langsam dem Ende entgegen und deswegen denke ich, vielleicht können Sie beide noch etwas sagen, was Sie den Menschen zum Abschluss der Sendereihe vielleicht als Auftrag oder sagt man besser Tipp für ein glückliches Leben, und das wollte man ja mit den vielen Sendungen auch erreichen, nicht nur unterhalten, mit auf den Weg geben können, so als Schlussworte. Gucken mich so groß an als Schlussworte. Ja. Dürfen es auch 3 sein? Natürlich. Das erste ist, nehmen Sie sich an, wie Sie sind. Das zweite ist, lernen Sie Ihren Partner kennen und lieben. Und das dritte, was mir wichtig ist, sind Sie gut zu Ihren Kindern. Ja. Haben Sie was zu ergänzen, Frau Wagner? Die Dame darf das allerletzte Wort haben. Das ist sehr schön, vielen Dank. Ich möchte Folgendes sagen. Es gibt jeden Abend eine Person, mit der Sie ins Bett gehen und morgens wieder aufstehen. Und diese Person sind Sie selbst. Und niemand kann Ihnen ausgleichen, wenn Sie sich selbst nicht mögen. Und deshalb ist mein Tipp, gehen Sie liebevoll mit sich selbst um und seien Sie Ihr eigener bester Freund. Kann ich auch nur zustimmen. Und das soll es dann wirklich jetzt gewesen sein. Damit geht auch unsere 150. Sendung zu Ende. Und ich darf dann alle Teammitglieder, die heute auch nochmal dabei waren, auch nochmal hier ins Studio bitten. Dann sehen Sie auch den einen und anderen, der uns schon lange tatkräftig unterstützt hat. Das war's also, 150 Folgen Sinova Psychologie. Aber natürlich, wenn wir noch viele Sendungen nochmal zeigen im Programm und auf
YouTube, auf unserem eigenen Kanal, beziehungsweise dem Kanal von Norbert Wagner. Vielleicht können wir unten da mal das noch einblenden. Wie man da drauf kommt, können Sie alle Sendungen so oft und wann Sie wollen ansehen. Machen Sie es gut und ja, behalten Sie unsere Sendung in guter Erinnerung und schauen Sie sich noch die eine oder andere Folge an. Dankeschön. So. So, ja. Alles klar. So, vielen Dank. Hast du gut gemacht. Dann, ja. Danke dir. Gerne. Gut gemacht. Ja. Jo. Hi. Hi. Na, so. Du. Hallo. Hallo. Jo. In die Kamera, damit man dich noch einmal, einmal kurz gesehen. Jo. Du warst ja schon mal Gast dabei. Ja. Ja, wir drei waren schon mal los. Ja. Ja. Komm mit dazu. Dankeschön. Jo. Lass mich hinter dich mit ein. Ich muss weinen. Ach, dann mache ich einen Standbild von. Hi. Ja, Vorsicht. Der Gips dann und einmal rumdrehen, damit du auch mal vor die Kamera kommst. Okay. Rati mir. Danke dir. Unser absoluter Experte für Kameras. Jawohl. Ja. Nur mal ein Girl. Dreh dich mal rum, guck mal mit rein. Ein schönes Bild. Ja. So, nochmal danke an alle für die Sendung und Thomas für deine Moderation jetzt. Okay. Wollen wir jetzt noch ein Foto machen oder was? Okay, kannst du ja dann anhalten, oder?